Fühlst du dich immer noch nicht in Sicherheit? Ja doch, im Augenblick schon. Aber allein das Gefühl von Sicherheit macht mich gleich wieder unsicher. Einmal, da bin ich einfach querfeld eingegangen und habe mich für einen Moment Sorglosigkeit nicht nur wohl, sondern sogar in der Landschaft willkommen gefühlt. Und sofort ist brüllend ein Riesenhund auf mich losgeschossen. Von der anderen Seite gleich noch einer. Auf mich wirken diese Momente von Sorglosigkeit wie ein Freisprechen. Sorglos stecke ich im Vorbeigehen meinen Kopf in einen Wassertrog oder trete barfuß in eine Kuhflade. Aber das Übel der Übel ist für mich die Sorge. Fahlblitz, der mir das Herz abwirkt. Wurmfraß in meinem Innern, der mir die Freude verdirbt. Hirnwurm! Wie ist das bei dir? Darf ich dich das überhaupt fragen? Ja, mich kannst du leider alles fragen. Dabei wäre ich so gerne der eine, von dem es immer heißt, na, den kann man nichts fragen. Ja, verdammte Sorge! Sorge, Sorge. Hätte mir das Leben vergiftet. In mir siehst du den Sorgenknecht. Kaum ist einer der meinigen abwesend, schon befällt mich die Sorge um ihn. Und mit mir ist nichts mehr anzufangen. Kurzerhand verlasse ich sozusagen das Spielfeld, werfe die Figuren um und lege weit und weit, keine Gefahr eines Schachmatts, meinen König um und gebe auf. Verfluchte Sorge. Oft wünsche ich mir einen Krieg. Oder eine Krankheit. Oder sonst irgendein Ernstfall, damit ich endlich einmal sorgenfrei würde. Heilige Kümmernis-Nothelferin, nimm endlich die Sorge von mir. Wo nur die anderen so lange bleiben, jetzt mache ich mir echt Sorgen. Hallo, wo bleibt ihr denn? Hallo! Ja, und wenn das jetzt nur mein Echo war? Schau dort, wie schön! Über der roten Erde der gelbe Ginster. Sicher Stechginster. Was siehst du noch? Dort die Distelräder, die im Wind durch ein Wüstenstück rollen. Dort die Tangräder, die über einen Sandstrand rollen. Nur Wind, Welkes und Totes. Ist denn irgend sein Lebenszeichen? Die Fichte dort, sie lebt. Ach, die hat man sicher nur gepflanzt, um sie sterben zu sehen. Eine Jakobsmuschel! Die Muschel der Pilger. Es gibt doch nur noch falsche Pilger. Organisiert, motorisiert und desinfiziert und klimatisiert. Und mit dieser Muschel getarnt mischen sich von Kreuzweg zu Kreuzweg mehr und mehr Räuber unter sie, rauben sie aus, schlagen sie tot, bevor sie überhaupt ans Ziel kommen können. Pilger hin, Pilger her, jetzt schau doch mal die Muschel selbst. Das Ding, ist es nicht schön? Inzwischen sehe ich kein Ding mehr, sondern nur noch ein Tankstellenzeichen. Und wenn überhaupt noch ein Ding, dann höchstens den möglichen Aschenbecher. Was siehst du sonst auf unserem Weg? Einen gerillten Nagel. Das ist doch ein vertrockneter Wurm. In meiner Kindheit der Beweis, dass es keinen Gott gibt. Was sind das? Schneckenspuren silbrig. Todesspuren! Was denn noch? Eine Vogelfeder schwarz mit 6 weißen Punkten in der Form der 6 auf einem Würfel. Und die Feder steckt in einem Kadaver, staubgrau. Du und dein Schönes. Wird man von solcher Art schauen nicht dumm? Ja, aber gesund dumm. Ach, früher war ich mal klug, geradezu krank vor Klugheit und Wissen. Aber durch mein Schauen bin ich wieder so dumm, begriffsstutzig und sorglos geworden wie als Kind. Gelingt mir mein Schauen nach dem Schönen, so atme ich neu die Luft des Geburtstags. Die Welt ist in diesem Fall ich. Ist das bei dir denn anders? Und in dem Augenblick, da du der Kielgicht der Wolken nachschaust, da frisst in der Atmosphäre ein Chloratom ein Ozonmolekül auf. Da wird in einem anderen Himmel ein Passagierflugzeug abgeschossen. Deine Art schauen, heißt das nicht Vereinsamung? Im Sinne von für nichts mehr in Frage kommen?
Gelingt mir mein Schauen, bin ich nicht mehr allein. Das Schöne gibt mir den Blick zurück. Es redet zu mir. Es bringt mich zum Reden. Ich kenne kein menschenwürdigeres Zwiegespräch als das mit der Schönheit. Ich weiß, es ist eine undankbare Rolle, aber einer muss hier spielen. Schau, Mensch und Schönheit, das große Lügenduell. Im Gegenteil, entdecke ich die Schönheit. Macht sie mich für den Augenblick wahr. Ich will ja nicht schauen, es kommt zum Schauen. Einmal, da bin ich im Schlaf gestorben. Plötzlich grünte es vor meinen Augen. Ah, oh, dachte ich. Das Grünen, ich bin also noch am Leben. Das Todsein war nur geträumt. Das sind die Bilder, wie man sie sich für die Sterbestunde wünscht. Und die dann wahrscheinlich ausbleibt. Das Einzige, was mich hier hätte wahrmachen können, durchdrungen vom ganzem Leben sein, wurde ich nie vom plötzlichen Grünwerden vor meinen Augen, sondern vom plötzlichen Frauwerden. Ja, es war mal schön, Mann und Frau zu sein. Kein schöneres Gegenüber als eine Frau. Ich glaube, ich war dem Ernst der Frauen auf die Dauer nicht gewachsen. Droht es mit einer Frau ernst zu werden, dann bin ich sofort geflüchtet. Wer die Sehnsucht der Frauen erfährt, was kann der andere sein wollen als ein Flüchtling? Nur dem Ernst des Fragens war ich gewachsen. Nicht aber dem der Frauen. Die Frauen habe ich mir verscherzt. Ja! Für immer! Bäh! Die Schreie wenigstens habe ich hinter mir. Hoffentlich. 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 Psst. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass Frauen es vermeiden, Fragen zu stellen, die eine Antwort erfordern? Es ist wissenschaftlich erwiesen. Dagegen war ihr ganzes Dasein für mich jeweils ein ständiges Auffordern, doch in Frage zu kommen. Wo sie auch auftauchten, suchten sie inständig nach dem, der in Frage kommt. Und wer das nicht tat oder sich nur den Anschein gab, von dem wendeten sie sich sofort mit Verachtung ab. Hast du dich aber entschlossen, doch in Frage zu kommen, na dann beginnt die ernsteste Liebesgeschichte der Welt. Ach, ja, ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, zugleich am Leben zu sein und nicht mehr in Frage zu kommen. Nur weh mir,
dass es mir immer noch den Kopf herumreißt. Nach diesem Geschlecht der falschen Versprechungen. Nach all diesen Brüsten und diesen Hüften und diesen... Und dass es beim Anblick einer Schönen in mir immer noch einen Bogen hin zu ihr macht. Warum kommen wir nicht mehr in Frage? Ich nicht und du nicht! Ja, du bist ein Einsamer, der nie zu der dramatischen Person werden kann, die gefragt ist. Gefragt ist? Mein Held. Und ich als Flüchtling, ich bin natürlich am Anfang gefragt, aber auf die Dauer ist es dann doch bloß der Sieger. Mein Held, mein Sieger. Aber möchte denn ein Mensch, außer vielleicht im Sport, irgendwo der Sieger sein? Warum kommt es mir so vor, als würden dabei Männer und Frauen einander insgesamt immer fremder werden? Und als gäbe es keine Liebesgeschichten mehr. Warum können die Frauen nicht einfach so sein wie früher? Die besten Feinde der Feinde, sondern entpuppen sich heutzutage immer wieder als die schlimmsten Feinde von uns selbst. Ja, ich verstehe die Frauen nicht mehr. Aber war das nicht immer so? Ja. Nur war früher dieses Nicht-Verstehen eine Art Anstaunen, ein wunderbares Sag, wo kommst du denn her? Ja, und jetzt, wenn sich überhaupt noch eine mir zuwendet, dann hörst du es, um mich anzuschreien. Du verstehst überhaupt nichts. Ist es, weil die Frauen heutzutage eine andere Sprache sprechen als ich? Wir und sie hätten danach dieselben Wörter, die aber bei ihnen einen Sinn angenommen hätten, der mir völlig entgeht. Was ist denn das heutzutage, eine Frau? Was will denn diese fremde Truppe überhaupt? Warum sind die so anders? Also was mich angeht, so bin ich glücklich verheiratet. Auch wenn ich in den Armen meiner Geliebten manchmal den Todesschweiß schwitze. Dort, wie schön, einmal ein echtes Paar.